Da sind wir wieder zurück bei Far Cry 5. Wir wollen ja noch die ganzen kleinen Sachen hier erledigen und beginnen mal direkt hier unten in dem Bereich. Ich habe uns da schon was ausgeguckt und zwar haben wir ja noch eine Dean Abercrombie, die wir noch nicht gemacht haben. Wir machen erstmal den linken unteren Bereich fertig und arbeiten uns dann so ganz genüsslich durch und machen einfach alles noch fertig. Die ganzen Missionen, die ganzen, also die ganzen Nebenmissionen und die ganzen Dinge, die wir noch einreißen müssen. Und ja, so, Drulla. Dann nehme ich mir ein Fahrzeug oder renne ich da schnell hin? Was ist aber hier? What do we got here? Aha. Aha. Ja, nice. Bla 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 bla. Oh ho ho. Das ist ja schon mal nice. Also ich denke, wir waren hier. Obwohl, waren wir ja schon mal drin wegen dem Brief. An sich ist er nicht mehr so wichtig, weil der Eto, das Nachricht von Joseph, als seine Frau und dein Kind diese Erde verlassen haben, hatten wir. Ah doch, das haben wir schon gelesen. Das kennen wir sogar noch. Haben wir jemanden am Start, irgendeinen Helfer eigentlich? Oh, da ist ein Bienennest. Aha! Okay, ich will eigentlich nur schnell zu dieser Truller. Und jetzt haben wir nochmal 8000, hoppala, Kilo irgendwas gefunden. Ich habe vorher noch Fallout aufgenommen, jetzt wollte ich direkt den gedrückt halten, Tab, damit das Licht angeht. Was haben wir hier? Bodys Beichte, der Vater sagte mir einst, niemand glaubt, dass der Tod kommen wird, bis zu dem Moment, wenn er kommt. Und selbst dann glauben die meisten nicht an ihn. Aber nach allem, was ich mit Mary May und ihrem Bruder erlebt habe, glaube ich an ihn. Gott, vergib mich. Okay, wenn du es meinst. So. Was für ein Mate haben wir jetzt da? Gar keinen? Ah, Mensch, hey, Bümchen, komm mal raus. Ja. So, komm mit, Boomer. Wir gehen jetzt zu der Frau. Mit der Mission. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ne? Ja, klar, ist der einzige Weg. Oh, da hätten wir runtergleiten können. Schade. Ruhe, aber Ruhe. Boomer? Naja, komm. Greif an, mach irgendwas. Oh, Vögelchen. Go, go, Boomer Ranger. Nee, 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 nee. Nicht überfahren lassen, gell? So, da sind wir schon. Cooler Schrottplatz. Nadine, cooler Schrottplatz, girl. Hallo. Hallo. Mein Name ist Nadine und ich hoffe, du kannst mir helfen. Haha. Mein Opa hat als Kind Comics gesammelt. Aha. Er hat sie bestimmt verkauft, weil keines seiner Kinder sie haben wollte. Aber ich hätte sie schon gewollt. Und jetzt ist Opa leider tot. Ich habe nichts als Erinnerungsstück. Wenn ich diese Comics nicht zurückkriege, wenn du die Comics für mich findest, bin ich mir sicher, dass es sich für dich lohnen wird. Ich brauche aber wirklich alle. Oh, okay. Du hast schon welche? Das ist ja super. Sobald du den Rest hast, bezahle ich dich. Ja, aber die brauche ich zufällig auch selbst. Sammle alle Comics. Nadine, bist du verrückt? Weißt du, wie lange das dauert? Okay, das ist keine Aufgabe, die wir live verfolgen werden, zumal sie auch keinen Punkt hat auf der Karte, wo wir dann hin können, um sie zu sammeln. Das heißt, wir müssen dafür so Stück für Stück weitermachen, die ganzen Karten finden oder kaufen. Von den... Ihr wisst schon, von der Welt und dann eben die Sachen gezielt suchen. Wobei ich die Comics doch auch jedes Mal immer direkt verkaufe, oder nicht? Oder habe ich da gerade was nicht? Ist es nicht das Zeug, dass ich immer direkt wieder wegkloppe? Oder sind das Zeitschriften und es hat nichts mit Comics zu tun? Dort Manifest, der unkreative Mensch erklärt etwas zu Schrott, wenn er nicht mehr weiß, was er damit anfangen soll. Ein Mensch mit kreativem Geist wird nie zwischen Dingen und Schrott, nützlichen Dingen und Schrott unterscheiden. Dinge sind nützlich, nicht nutzlos. Das Konzept von etwas Wegwerfbaren ist das einzige, was in unserer Welt hergestellt wird. Es wurde von Kapitalisten und Konzernen erschaffen. Alles kann dazu verwendet werden, etwas anderes zu erschaffen. Das klingt natürlich passend. Ja, so. Also, Nadine, deine Aufgabe ist wirklich bescheuert. Dankeschön, dass ich das so dir das so ins Gesicht sagen durfte. Und wir gucken mal weiter. Da unten haben wir noch jemanden. Eine Nebenmission. Die markiere ich mal. Wir steigen auf das Quart. Hä? War ja nicht eben nach dem Quart? Wenn ich bin? Wo ist das jetzt hin? Ah, da hinten steht's. Mensch, ey, auf der Karte sehe ich es doch auch. Ah. Oh, Leute, ich glaube, wir brauchen gar keinen Quart. Ha. Schwierig, so wie in Träumen, wenn man eigentlich fliegen kann, aber auf einmal geht's nicht mehr, weil man langsam aufwacht. Ah, so. Also, es geht doch. Also halt, wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Oh shit, nein. Nein, nein. Okay. Ich spring dann von da oben wieder runter. War jetzt nicht so ultra klug, den Move zu machen, aber ich glaube, von da oben kann ich wieder jumpen. Geht ja doch scheinbar ziemlich weit runter. Go, 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 go. Da hinten ist auch ein Heli, aha.
Wie weit ist der denn weg, dieser Heli? Den sollten wir vielleicht doch nehmen. Es ist doch echt ein ganzes Stück. Und ich weiß nicht, ob wir das ganze Ding fliegen können. Also mit dem Suit, meine ich. Go, Beamer. Da oben steht er ja einfach mitten in der Wildnis. Oh, Schlange. Renn, renn, renn. So, da ist er doch. Ja, nice. Sehr schön. Das haben wir jetzt gebraucht. Tschüss, Boomer. Alles cool, alles cool. Vielleicht lasse ich den generell mit am Start hier, den Heli, dass wir von Punkt zu Punkt fliegen können. Also ich steige jetzt nicht einfach so aus, meine ich. Was ist denn da los? Das gehört uns doch aber schon. Oder? Nicht? Na los! Aber das haben wir doch schon... Das haben wir doch schon längst eingenommen. Oder? Oh, 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 Heli, wo gehst du hin? Dreht sich einfach. Das ist doch schon längst eingenommen eigentlich. Guck mal, hol sie dir. Ah. Nice, Boomer, nice. Wow. Er flammt da einfach hoch. Wahnsinnige. Booyah, Sharker. I can't stop this. Sorry. Vor den Mate gekillt. Vielleicht gar nicht so eine gute Überlegung gewesen. Ah ne, er lebt noch. Sehr gut. Was war das jetzt bitte schön hier? Warum waren hier Leute? Wegen dem, ist hier ein Comic drin? Ist das wegen dem Comic vielleicht? Klettern. Hallo Bienchen. Bitte nicht aggressiv werden. Ich will hier nur rum. Oh shit, was war denn das? Warte mal, da ist ja nicht noch irgendwas. Okay. Yay! Yay! Yeah. Wow! Komm da drüber. Alter. Muss ich hier lang oder was? Sieht so aus. Ach komm. Wie komme ich jetzt diesen blöden... Und wo ist überhaupt jetzt eben diese Scheiße. Ich muss auf jeden Fall dahin zu dem... Muss ich jetzt echt diesen Bienen... Diese Bienenkacke kaputt machen und die Bienen fisten mich dann? Okay, warte von hier. Boah, ich bin ein Tier. Wahrscheinlich komme ich jetzt nicht zurück, ne? Dann verrecke ich elendlich hier drin. Ha! Es ging einfach in die Richtung. Und das war's jetzt hier? Findet das Versteck? Mission in der Nähe? War das das Versteck, was ich gefunden habe? Ja, ne? Krass, Mann, ist das hier voll mit Bienen. Mit Bienchen. Und zack! Jetzt aber schnell raus hier. Da geht's raus. Yay! Ah, das ist ein Trapper-Versteck gewesen. Okay. Alles klar. Direkt mit einer Leine. So, oh, mit der Ultra-Pump. Mit der Ultra-Pump im Anschlag. Na, wir gehen jetzt wieder zu unserem Heli und fliegen jetzt weiter. Das war natürlich nicht schlecht, ist einmal dick Kohle. Achtung, was hier. So, let's go. C. Boomer bleibt wieder hier. Neues Bauwerk entdeckt. Silo, was neues Bauwerk? Die kennen wir doch schon. Mir labert, wer ist mir da gerade, wenn wir behindern? Was geht denn da vorne ab? Ist die komplett vergast, die Tankstelle? Nee, ne? Sind da. Nee, das sind keine Bösewichte, okay. Hallo und Raiduk. Monsieur. Auch einen Fahrer. Diese Peggys haben unseren ganzen Sprit gestohlen.
Sie haben die Vorräte abgepumpt und damit ihre Tanklaster befüllt. Also musst du für uns einen stehlen und hierher zurückbringen. Ich habe gerade erfahren, dass einer beim alten Diner steht, die Straße runter. Für einen Wiederaufbau müssen die Zapfsäulen funktionieren. Wir sorgen für die Sicherheit der Raststätte. Du bringst uns das herrliche Benzin. Gut, herrlich Benzin wird gebracht. Hört sich ziemlich amerikanisch an. Du bringst uns das herrliche Benzin. Nom, 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 nom. Here we go. Ist er nicht weit weg? Wir hätten eigentlich auch im Auto fahren können, den Heli erstmal da stehen lassen können. Ach komm. Aha. Boomer, der da. Holen dir, Boomer, holen dir. Boomer? Nix der Scheißtöle. Scheißtöle, ich glaube, es geht los. So, und schon ist er weg. Nehmen wir das Ding direkt mal mit. Tschüssi, Boom! 20.000 Darus haben wir schon. Das ist gerade mal gut. Jetzt können wir uns demnächst was Dickes kaufen. Wir können die ganzen Spezialwaffen holen und dann so langsam durchgehen und alles halt so peu à peu kaufen. Join us in the blaze. No, no. Komm, Döschen noch werfen. Fuck, dude. Hallo. So. Ja. Okay. Ich dachte, das fliegt jetzt ja alles in die Luft. Schade. Gut, nice, das ging ja ziemlich fix. Eine ziemlich einfache Aufgabe. Also, was haben wir denn... Wartet mal, was haben wir denn hier noch? Da ist jetzt keine mehr. Genau, hier oben ist noch eine, das ist dann die nächste für uns. Komm, die markieren wir uns. Wir nehmen uns kurz ein Auto mit und holen einfach wieder den Heli. Ich hoffe, der steht da hinten noch rum. Muss ich jetzt den Truck nehmen, oder was? Ach komm. Scheiße, die sind ja alle kaputt. Ah, ein neuer Truck. Stehen geblieben. Halt, stopp. Stopp, Alter. Was ein AZ. Was ein AZ. Ja. Gehört, dass du dich um John Seed gekümmert hast. Gut, dass du jetzt hier bist. Wir brauchen jede Hilfe. Kann ich bitte den Truck? Danke. So, auf zu unserem Heli. Ich hoffe, er... Ha. Ich hoffe, er steht noch da. Ist er jetzt tot, der Kerl? Aber wie der sich ausstellt, oder? Mit der sich bitte schön jetzt wieder ausstellt. Wahrscheinlich ist der Heli gar nicht mehr da, ne? Ja, man sieht ihn nicht mehr. Hier war es doch, oder? Oder ist noch eins weiter? Ja, es war hier. Scheiße. Fahr mal so hin. Das ist ziemlich nice, hier durchzufahren. Ah, die ganzen Dinge umgefahren direkt. Also sind wie viel? 1,9 Kilometer. Das ist ja nix. Das ist ja praktisch nix. Wir könnten auch die Ding rufen, die Truller mit ihrem Heli. Und dann damit dahin fliegen. Aber letztes Mal konnte ich ja nicht einsteigen. Es hat so abgefuckt. Die hat mich ja nicht richtig einsteigen lassen. Also sie. Ständig konnte ich mich nur unten dranhängen. Sie ist nie gelandet. Du bist fucking retarded. Schneller, schneller. Was haben wir denn hier? Hallo? Und, Raiduk? Okay. War nicht so gut. Ah. Treffe ich überhaupt irgendwas? Ach. So, unsere Leute sind schon da. Nice. Nein, Boomer, warte, Boomer. Warte! Ach, fick mich doch, ey. Na, war gar nicht so spektakulär, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Bye, bye. Oh! Ach Gott! Ach Gott, wie ungeschickt. War aber nicht gewollt, gell?
Wir nehmen Quad, ich glaube, es gefällt schneller. So. Das war ja schon mal nicht schlecht. Hier einen weiteren Schrein gefestet und ein paar Leute, aber kann man nichts machen. Da kann ich nichts machen. Dann machst du einfach nichts, hoppala. Kurz die Reise zum Wegpunkt. Na, ist viel zu langsam. Ja. Machen wir es lieber so. Go, 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 go. Oh. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Oder nicht langsam. Sieht auch nice aus. Shit, wir müssen noch da drüber. Moment mal, Moment mal. Hallo. Wo ist denn unser... Haben wir keinen Granatwerfer? Oh nein. Ach shit, wartet mal. Nein, 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 nein. Ist nicht wegfahren. Bitte schön. Ja. Ich glaube, genau, das war so ein Drogenboot. Endlich haben wir eins entdeckt. Wurde auch mal Zeit. Okay, es ist doch cool, einfach hier durchzublubbern. Sind das die guten? Ja, ne? Sehr nice. Habt ihr auch Munition da vielleicht? Oh, habe ich den Granatwerfer nicht, weil ich die blöde Schrotflinte mitnehmen wollte. Diese Seelenfresserin, oder wie sie heißt. Shit. So. Aha, aha. Anheuern eben. Ah, gut. Ist auch nicht schlecht. Aber sonst war's das. Gut. Hopp, ist unser Ding jetzt ins Wasser gefallen. Hier kommt jetzt kein Auto, eben sind uns doch zwei entgegengekommen. Ist doch schon wieder lächerlich. Autolein. Was läuft denn da? Ach, ich dachte, da ist irgendwas gelaufen. Aufkommen. Hier, hier bin ich ausgestiegen. Ich denke, es ist einfach ins Wasser gefallen, ne, das Teil. Ja, und treibt jetzt schon längst davon. Da vorne ist ein Jetski. Wie nah am Wasser ist unser Ziel? Oh, es geht sogar. Na, komm. Nehmen wir mal so ein Jetski da, so ein Jetski. Schie. Bliss? Was erzählst du da? Was war jetzt hier bitte schön blissig? So. Ist die Richtung richtig? Ja. Let's go! Boah, zieht der ordentlich. Tschüss, Boomer. Der arme Boy muss immer rennen oder schwimmen. Er kann nirgendwo mit aufsteigen. Da hätten sie ruhig was machen können, zumindest bei Trucks oder sowas, dass er da hinten drauf sitzt auf der Ladefläche und sich chauffieren lassen kann. Das wirkt irgendwie dynamischer, als es auf der Straße fahren, ne? Ah. Gleich sind wir da. Noch ein bisschen Gas. So, ich habe einen Schlängler, macht's noch, ne? Dann kommen wir da. Ah, ich habe keinen Bock, so einen Riesenschlängler zu machen. Hier muss jetzt einfach irgendwo was rumstehen. Auto oder sowas. Da. Nein, 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 nein! Scheiße. Mist. Auf, jetzt muss jetzt gleich noch jemand entgegenkommen. Und so rasch dich aus. Ja, ich höre Musik. Ich höre ganz leise irgendwie Musik. Wer hört da Musik? Ist das, warte mal kurz. Ich dachte kurz, es wäre vielleicht im Real Life, ne? Ich höre irgendwas, so ganz, ganz leise. Feiern die dann fest? Hört ihr das? Halt! Halt, stopp, 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 stopp. Das ist schon meins. Ach, der Mutter klaut von Eden's Gate. Jetzt sind wir schon fast da, wie ärgerlich.
Bam! Ich frage mich echt, wo die Musik jetzt herkam. Es klang so, als wenn irgendwo ein Konzert wäre. Berg oder so. Ah. Hallo? Hallo? Was ist mit euch los? Püppchen? Oh, Puppi. Huch. Okay. So, was haben wir denn hier? Boom. Yeah. Am 20. März 1961 musste Clutch Nixon, der größte Stuntman von Hope County, einsehen, dass Gott tot und die moderne Welt nur eine Farce war. Also tat er das einzig geistig Gesunde, das ihm einfiel. Er schnallte sich in einen klapprigen Buggy und raste einen felsigen Berghang runter, um dann in der Geisterstadt Prosperity zu verunfallen. Als er wieder bei Bewusstsein war, schwor Clutch sich, seine Stuntarbeit und seine Programme zur Leseförderung von Kindern voranzutreiben, anstatt weiter in einem bodenlosen metaphysischen Abgrund zu versinken. Und niemand hat sich seitdem am La Descente dans la Folie versucht. Tja, mach ich easy. Mach ich dir sowas von easy. Und ich glaube, diesmal versuche ich noch nicht mal großartig gegen die Musik anzusprechen. Einige von euch haben mir geschrieben, dass die Musik scheinbar in großen Teilen extra bereitgestellt wird von Ubisoft, oder sie, dass sich darum gekümmert hätten, dass dass man nicht direkt gefistet wird. Darum werde ich es jetzt genau so machen. Und das genießen! Oh, shit. Das Ding fährt irgendwie krepelig. Ein einziger Fels oder Baum könnte das Ende bedeuten. Ja. So sieht's aus, und das Ding wackelt wie die Sau. Und hier die ganzen Ausschwenker sind auch ziemlich krass. Was für ein höchst gefährlicher Seitwärtsstand. Höchst gefährlich. Wirklich krass, was ich da getrieben habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh shit. Dazu sagt er jetzt gar nichts zu diesem höchst gefährlichen Sprung. Okay. Alter, ich bin so ein guter Fahrer, ne? Ich find's gut, dass der Wagen nicht einfach nach vorne umkippt. Also scheinbar hat er so eine Stay Upright Einstellung, weil ich wüsste nicht, wie ich den Wagen steuern sollte in der Luft. Also jetzt so wie bei GTA oder sowas kann man hier, glaube ich, nicht agieren. Er hat die Kurve ohne Probleme gemeistert. Ist sie. Oh Gott, war das knapp. Also ich bin jetzt zweimal irgendwie blöd aufgekommen und das Ding verzieht einfach komplett. Ja, komm schon. Wow! Ha! Was für eine Meisterleistung! Issi! Neuer Rekord aufgestellt! Issi! Timucke! Dam, 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 bam! Sehr schön! Alter, ich bin so gut wie ein Hut! Aber Sie! Warten Sie mal! Warte mal, was hast du denn bitteschön? Grund, so arschig zu sein. Der Chiller ist es, oder? Gut, das Gebäude wird sich umhauen. Mach dich zu einem Superfreak. Dein eigener Papa erkennt dich nicht wieder. Magst du deinen Papa? Ich nicht. Hat den Peggys geholfen, ihre Spezialsoße zu brauen. Und mein Meerschweinchen als Versuchsmeerschweinchen benutzt. Armer Hamlet. Sorry. Wo waren wir gerade? Genau, Drogen. Ich meine, Leistungsverstärker. Wir punkten dich voller als einen Profi-Wrestler und diese Peggys werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aber wir brauchen eine Benchmark. Ich habe einen Hindernislauf aufgebaut, um deine Reflexe zu testen. Richtig wissenschaftlich und voller Überraschungen. Du verstehst schon. Lauf die Strecke und ich berechne deine Dosis. Okay. Rüste die Schrotflinten aus. Also ich muss jetzt zwingend diese Schrotflinten hier ausrüsten. Ihr habt gemeint, dass das LeFloid ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, erinnert echt so ein bisschen an LeFloid. Oder ist da noch irgendein Insider? Hat er den gesprochen oder sowas? Aber so hält er sich da eigentlich gar nicht an.
Muss ich mich jetzt hier beeilen oder was? Dude, am I need to beeiling me right now? Like a teddy bear? Da oben ist next. Und da ist vorletzt. Das muss aber eine krasse Dosis berechnen, so wie ich hier am Zuckeln bin. Achso, ich muss hier auch weitermachen mit dem Scheiß. Alles klar. Wo ist das nächste Ziel? Da hinten. Er fährt auch da drin rum. Die ersten beiden sind beieinander, okay. Ein interessantes Spiel. Baseballschläger da hinten. Hört ihr das? Das ist ganz schön gruselig. Es ist aber nicht only you. Oder etwa doch? Nee, ist es nicht. Muss ich die schmeißen oder was? So. Ha! Ha! Hey! Alter Hopp! Ich hab dich schon getroffen, blöde Sau! Huh! Also hier ist irgendwie eine ultralaut. Hier ist irgendwo eine Mucke an. Oh. Tweaks Notizen, what the fuck hat der da gemacht? Fühlt sich wie Stechapfel an, aber weniger Pappmaul, hat Herzrasen, Ängste und mehr Halluzinationen, Ruhe. Ganz sicher eine höhere Überdosismenge. Veränderte Stechapfeladditive in der Verfeinerung. Welche Pflanzenteile werden benutzt? Ergebnis der Zerstäubung, getrocknete Blätter, Tinktur, Samenextrakt in Alkohol. Wirkung ähnlich, aber nicht zu 100%. Vielleicht mehr Hyoscyamin. Experiment 22, uneindeutig, okay. Mission. Dann hau mal nein. Wie war's? Also auf einer Skala von 1 bis 10. Ich hatte keine Zeit mehr für Testreihen. Wie auch immer. Du hast es jetzt nüchtern gemacht, also gebe ich dir jetzt ein bisschen Speed. Also nicht Speed, Speed, klar? Ich nenn's schneller. Marken einmal eins. Einfache, prägnante Namen. Wie Orange. Ich meine, Orangen sind einfach nur Orange, weißt du? Huh. Wer sich das ausgedacht hat, war ein Genie. Spritz dir was, lauf die Strecke, schieß auf die Ziele, box die Schweine. Ganz einfach. Oh, und keine Scheu wegen der Schweine. Die haben es verdient. Weißt du schon warum? Also schön, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Mach hinne. Okay. Okay. What the fuck? Das Flugzeug ist abgestürzt. Ja gut, ist ausgerüstet. Schneller. Ah! Alter, das ist total gut auf einmal. Oh. Wow. Na gut, das Aim muss man noch ein bisschen üben. Okay, ist auf jeden Fall was anderes. Komm. Achso, ich habe es automatisch ausgewählt, die Waffe schon. Shit. Alter, was für ein Pace. Skritüte. Schweinchen. Muss ich ihn schlagen oder töten? Ich muss hier echt totschlagen. Da, Schwein. Fuck. Ich habe nur einen genommen scheinbar. Dummerweise. Ja! Was ist denn da jetzt da oben drauf? Was ist los? Hey Tweak! Mein Herz rast, Hilfe! Unsere Väter jetzt nur sehen könnten, oder? Oder? Ich kann es nur immer wieder sagen. Pharmazeutika sind die perfekte Lösung für
jedes denkbare Problem. Wenn du wieder was brauchst, das Rezept für schneller gehört dir. Befolge es genau. Ich bin nicht schuld, wenn du es vermasselst. So funktioniert Wissenschaft. Also, ich verrate dir mal ein Geheimnis. Ich arbeite daran, meine Produktpalette zu erweitern, weißt du? Nur eine kleine Sache, mit der sich mehr Körperkraft erzeugen lässt. Du wirst so stark wie 10 Männer. Oder vielleicht wie 4 richtig starke Männer. Okay. Das hört sich ziemlich gut an, Twink. Ich glaube, der Twink ist eine Anspielung auf Twink von South Park. Der wirkt auch so ein bisschen durchgepeitscht. Also hat etwas viel, in Anführungsstrichen, Kaffee getrunken. Wieder Mission. Bringe die Pflanzen zu Twig. Haben wir die jetzt schon, die Pflanzen? Naja, Leute, das wär's dann soweit erstmal gewesen. Vielen Dank und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ciao, ciao!